das ist doch eine gelungene Sache. Hier ist wirklich eine ganz schöne, friedliche, harmonische Stimmung. Hier treffen sich Menschen mit dem gleichen Wertefundament. Man merkt das. Ich gucke eigentlich nur in glückliche Gesichter. Die ersten drei Redebeiträge mit der Eröffnung von den Autobahnen, eigentlich vier. Heute waren samt und sonders grandios gut. Lohnt sich. Für mich übrigens auch schön, mal zuhören zu können. Meistens muss ich ja selber reden und ich sitze ganz gern auch mal da und höre anderen intelligenten Menschen zu. Jede auf ihre Weise. Ich bin ja mit Imad Karim ganz gut befreundet und die hat mich emotional stark angerührt, wie glaube ich das anderen auch ging, weil er einfach eine interessante Lebensgeschichte hat und weil er eben auch eine Verbindung unmittelbar zu diesem Ort hat, die in der Rede sehr, sehr spürbar war. Das hat mich also am ehesten so emotional erwischt. Aber wenn Sie anderen drei nehmen, alle drei intellektuell brillant. Richtig gut. Aber würde sich hoffen, dass davon das Signal ausgeht, dass Patriotismus nichts Negatives ist. Wenn die Menschen nur mal zuhörten, was gesagt wird. Wir haben ja immer noch das Problem mit diesen Begriffen in Deutschland. Irgendwann muss das mal enden und dass wir diesen Begriff positiv besetzen. Dass Patriotismus die Liebe zur eigenen Heimat ist. Das wurde in den Redebeiträgen auch sehr deutlich gesagt. Wenn ich meine eigene Heimat nicht mag, dann mag ich mich letztlich selber nicht. Wie soll ich andere Menschen lieben, wenn ich zur Liebe meiner selbst, respektive zu meiner Heimat nicht imstande bin? Das ist etwas Positives. Das sind immer gleichgesetzt mit dem finsteren Nationalismus, der es eben nicht ist. Aber das tun die, die uns bekämpfen, im Grunde genommen aus ideologischen Gründen. Ich denke, die dringend notwendige Rolle, wir sind die einzige Partei, die diesen Begriff klipp und klar ausspricht, die dazu steht, das ist eigentlich das, was die Menschen vermisst haben. Ich meine, die CDU, CSU sind so weit nach links abgerückt, die anderen haben damit sowieso nie was zu tun gehabt und sagen, Patriotismus, also wirklich weiche Satan, ja, also um Himmels Willen, das ist ganz negatives für die. Und wir sind diejenigen, die die positive Besetzung des Begriffes Patriotismus überhaupt erst wieder hoffähig gemacht haben. Das ist ja das, was die Linke so sehr schäumen lässt. Es ist aber richtig, das zu tun. Wir wissen genau, was wir da machen. Das ist auch richtig so. Herzlichen Dank.